Was müssen wir denn tun hier? Schauen wir uns mal ein bisschen um. Das nächste Wimmelbild. Yay! Was haben wir denn hier? Ich habe mal eine Blume. Ich will die Blume. Da hinten leuchtet was. Was ist das? Oh. Strange. 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 Da fehlt was. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Was fehlt denn hier? Ich schau mal hier. Ein Fanbelt. Fanbelt. Das ist das Teil da hinten. Ein Riemen. Cheese, Käse. Ich habe die Ratte schon entdeckt. Da hinten, da ist eine Ratte. Käse. Wo finden. Razors. Razors Käse. Kennt doch jeder. Maywell House. Maywell House Käse. Kennt doch jeder. Was brauche ich hier? Dosenöffner. Auch genannt Can Opener. Ach, da ist was drin. Ja. Nimm die Flasche und schmeiße runter. Das ist doch nur Glas. Alter, wir sind in der Apokalypse. Da interessiert es keine Sau mehr. Wir brauchen wahrscheinlich einen Korkenzieher. Korkenzieher, natürlich. Wir brauchen einen Korkenzieher. Das war ein Can-Opener. Yeah. Okay, wir haben einen Can-Opener. Wir öffnen. Warte mal hier. Das ist eine Sicherung. Eine blaue Sicherung. Was macht die blaue Sicherung? Sie sichert den blauen Stromkreis. Okay, dann. Was haben wir denn noch hier? Strange. Da ist ein Totenkopf drauf. Da will ich rein. Was kann ich mit einem Fanbelt denn machen? Okay, mit dem Teil kann ich irgendwas machen. Was? Ist die Frage. Ich kann hier aber sonst jetzt. Nö, kann ich nichts mehr machen. Dann müssen wir hier noch. Da ist eine Lampe. Die brauchen wir auch. Okay. Da ist ein Kabel. Das ist wieder das Teil. Wozu brauche ich die Lampe? Da brauche ich vielleicht die Lampe. Komm. Hey. Okay. Wir haben Licht. Bringt uns hier aber überhaupt nichts. Okay. Was war das? Drawer Handle. Okay, wir haben einen Griff. Sag ich mal das Teil. Drawer Handle. Okay, wir haben einen Griff zu. Ach, hier. Ah, kann man das rausziehen und dann haben wir hier Extension Cord. Okay, ein Verlängerungskabel. Das Verlängerungskabel können wir sie ja da einstecken und jetzt ist es da kaputt. Super. Ich war es nicht. Da ist ein Tape. Tape mal das mal zusammen. Okay. Wir haben es zusammengetaped. Was können wir jetzt damit machen? Ich habe keine Ahnung. Hier muss irgendwo noch ein Korkenzieher rumliegen. Wo liegt hier ein Korkenzieher, bitte? Hier liegt kein Korkenzieher, da liegt kein Korkenzieher. Wo liegt hier ein Korkenzieher? Ich sehe nur eine Ratte. Die schnufft da hinten rum. Korkenzieher und Käse, die müssten eigentlich noch offensichtlich hier irgendwo sein. Wo? Ich sehe weder einen Korkenzieher noch einen Käse. Du bist kein Käse, du bist kein Käse, kein Käse, kein Käse, kein Käse, kein Käse, kein Käse, kein Käse. Kein Käse, kein Käse, kein Käse, kein Käse. Ach, das ist die rote Sicherung. Ah. Ja gut, dann ist runterschmeißen vielleicht doch nicht so angebracht. Wird die Sicherung noch kaputt? Ist das gleiche Bild? Kann ich hier. Das war der Käse, wo auch immer der gerade lag. Irgendwo da dahinter. Gut, was kann ich mit dem Käse machen? Okay. Wir haben ein Rad. Das kommt sicher da rein. Und da kommt sicher der Riemen rauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wir kommen voran.
Ich brauche aber immer noch einen Korkenzieher. Wo finde ich den? Ich weiß, dass das kein Korkenzieher ist. Ich klick's trotzdem an. Ach da, Alter. Das Teil musst du auch erstmal sehen. So, hier. Raus das Teil. Nimm die Fuse. Und dann hier rein das Teil und Knöpfchen drück. Und wir bekommen ein Hochspannungsschild. In der Maschine, natürlich. Schilder liegen immer in Maschinen rum. Ein Power-Emblem. Die Schilder liegen immer in Maschinen rum, das ist ganz normal. So, können wir hier sonst noch was machen? Was mitnehmen? Ah, okay. Mal hier kurz mal. Ah, schön. Okay. Nachdem ich von der Geburtstagsparty der Zwillinge zurückgekommen bin, war irgendetwas, oder stimmte irgendetwas mit mir nicht. Ich bin mir sicher, es kam irgendwo. Ich bin mir nicht sicher, was es ist oder wo ich es her habe, aber ich habe es als erstes in meinen Vorderarm bemerkt. Also rushing and hive spread all the way up my chest. Also rushing weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Hives heißt so Hügel. Hive ist eigentlich so ein Nest. Ich vermute mal irgendeinen Ausschlag. Pusteln. Okay, am Morgen war mein Nacken auch infiziert. Ich kam irgendwie zur Arbeit. I fainted while down. Okay, er ist irgendwie weggeknickt hier im Bunker. Und er hat keine Ahnung, wie lang ihn noch bleibt. Das ist sicher. Zu meinen Nichten und meinem Sohn. Ich bin so. Es tut mir leid. Oh, das ist süß. Geburtstagsparty. Können wir hier weiter? Oh, wir können hier weiter. Die haben alle so moderne Smartphones hier. Geburtstagsparty mit aufblasbarem Pool. Yay! Der Virus begann sich zu verbreiten an dem Familientag. Ah, da sieht man den Vorderarm und die Ausbreitung. Alter, das ist schon relativ realistisch gemacht. Geh ins Menü, Spiel ab. Wir nehmen jetzt mal mit. Hier ist noch ein Kugelschreiber. Nimm mit. Obi. Können wir hier sonst noch was? Nein, 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 wir gehen wieder raus. So, wir haben das Power-Symbol und das werden wir jetzt mal einsetzen. Da wissen wir ja schon, wo es hingehört und ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich. Relativ gut das Spiel. Da war der Heli schon wieder. Okay, wir haben ein Schild hier und. Yay! Natürlich, jetzt können wir es öffnen. Nur mit dem Schild kann man so einen Sicherungskasten öffnen. So. Schnauze, Strom aus, wir gehen weiter. Okay, da sitzt einer auf der Straße. Es regnet, du wirst ganz nass hier. Komm. Ach, das ist der Müllgräber. Hey, bleib da, bleib da. Oh, hey, you from the barn, right? You scared the boots off me earlier. Sorry for being a schmuck and running away like that, but can't be too careful these days. What are you, a doctor? You certainly look sterile with them fancy gloves. That big old fella with the mask just headed downtown. Didn't look too pleased. That your fault, is it? The two of you are the first signs of life I've seen in days. Figured it was just me and that little girl left in this rotten place. I warned people this kind of thing was coming. So, the little girl is immune, is she? I figured as much. Me? No, no, I'm not.
I just don't have much contact with people anymore, and I try to stay away from the water. Never liked it anyway! The only food that's safe to eat anymore is sealed up in them vending machines. And those things are impenetrable! Tell you what, if you find me something safe to eat, I'll help you get into that shop down the street. I'm willing to bet they've got something in there that'll help you defend yourself against that heavy breathing you-know-who. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen wir dem was zu essen besorgen und er hilft uns dafür. Okay, und er nähert sich nicht dem Wasser und auch nicht den Menschen, dass er sich dem Wasser nicht nähert. Gut, das sieht man, aber naja, da oben ist ein Tee. Ich kann es nicht erreichen. Schön. Kletter doch nach oben. Hier. Okay, da fehlt was. Eine der Stangen fehlt. Na komm, da kannst du doch normalerweise rüberklettern. Komm, hä? Okay, was können wir hier tun? Ach, da ist ein Kohleautomat. Ach, ich habe hier jetzt... Ach, Moment, ich habe hier einen Knopf. Ah, da fehlt aber noch einer. Und wir müssen irgendwas mit den Münzen machen. Sehe ich hier, wir haben drei Münzen, aber das mit den drei Münzen, das ist leer. Yeah. Okay. Ich habe keine Ahnung. Habe ich wirklich nicht. Okay, da hinten können wir also nichts mehr machen. Können wir sonst noch was tun? Nein, 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 nein. Da können wir rübergehen. Da gehen wir einfach mal rüber. Oh, da war was. Hinterher. Der ist weg. Da war doch gerade jemand. Es ist alles Theresas Morrises Schuld. Okay. Was ist das? Mr. Eisenhower. Nach mehrmaligen Verwarnen haben wir ihren Strom abgeschaltet. Bitte hören Sie auf, Ihr Thermometer umzustellen. Wir werden den Strom wieder aktivieren, wenn Sie Ihre letzte Rechnung bezahlt haben. Da ist die Stange. Ich sehe die Stange. Ja, der Ventilator steckt fest. Da ist die Stange. Nimm doch die Stange. Die brauchen wir doch. Kann ich die irgendwie... Nein, kann ich nicht. Hornisse, hol die Stange runter. Nein, schade. Da ist ein Schloss. Verschlossen. Theresas Tante lebt in einem Apartment dahinter. Komm, wir sperren es einfach mit der Hornisse auf. Geht leider nicht. Okay, keine Hornisse für uns. Und hier können wir wohl nicht mehr machen. Da ist ein Gully. Eindeutig Oxford City. Gut, aber... Ja, da fehlen einige Buchstaben. Werden auch gerne von den Souvenirjägern mal mitgenommen und... Oh, hier gibt es viele Wege. Alter. Shop. Da geht's zum Shop. Einkaufen. Sorry, wir haben geschlossen. Pfandleier. Da gibt's ein Auto. Komm, gib mir das Auto. Oh. Ich habe das Auto. Okay, wir haben ein Auto. Zwar nur ein Bild davon, aber besser als nichts. Und hier gibt es noch ein... Okay, ich brauche den Türcode, um hineinzukommen. Ja, den haben wir natürlich leider nicht. Was können wir denn mit dem tun? K-Foto. Ja, schön. Habe ich ein K-Foto. Gib einfach mal da entlang den Weg. Da liegt eine Münze. Da liegt ein färbiges Glas. Was auch immer das macht. Da ist ein Hydrant. Okay, ich brauche etwas Größeres als einen Gartenschlauch, um das Feuer zu löschen. Hätten wir die Zange noch, die Rohrzange, könntest du das jetzt aufschrauben und einfach hier, ja, Wasser am Arsch. Etwas ist im Auto. Really? Im Feuer? Wenn es nicht gerade ein metallerner Schlüssel ist, dann brauchst du es auch nicht mehr. Gut,
Nö, wir haben auch nichts, um das Feuer zu löschen. So, was können wir jetzt tun? Wir haben Geld gefunden. Komm, wir können jetzt einmal den Bettler hier was zu essen kaufen. Probieren wir es mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Hier ist aber auch gar kein Code. Ich habe nur 4 Münzen. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Ich schmeiß das einfach mal rein. Okay, wir haben 4 Münzen. Okay, ja, ich habe die Münzen benutzt, die wir auf dem Weg hierher gefunden haben. Aber was zum Geier hat das für eine Nummer? Was könnte das für eine Nummer haben? 32, 38, probieren wir mal 36. Das ist nicht richtig. 33? Auch nicht. 34? Auch nicht richtig. Alter, 35 daneben. Huhahaha. Okay, wir haben eine Tüte Chips. Die letzte Tüte, wohlgemerkt. So, komm hier. Ja, ich habe eine Tüte Chips für dich. Komm her und ich gebe dir eine Tüte Chips. Ja, hey, you find me something to eat yet? Ja, nix. Something salty would be nice. Avoid the liquids. My big teeth are floating. Catch my drift. Ich habe eine Tüte Chips für dich. Hier. Komm. Ich habe eine ganz leckere Tüte Chips. Komm. Hey, you pulled through. Eating like a king tonight, I tell you. Oh, oh, right. The door code for the shop. Ja, ja, ja. 7417. Or is it 7147? Never been too good with numbers, admittedly. But I think that's the right one. One of the two ought to do the trick. What's the worst that can happen? Okay, dann probieren wir es einfach mal. 7147. Oder 7417. Eins von beiden. Probieren wir es einfach mal. So, 7147. Hell yeah. Okay. Unload from other end only. Wir sind im nächsten Wimmelbild. Hooray! Ha 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 ha. Ja, was macht man denn da? Was vermisse ich? Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Einen alten Fernseher. Der ganz schön spiegelt. Können wir hier was mitnehmen? Eine Lampe, eine fluoreszierende Lampe, eine Pickaxe, ein VCR-Videorekorder, schon wieder eine Leiter, ein Feuerlöscher, da ist ein Feuerlöscher. Da ist irgendein Buch, eine Pickaxe, okay. Und da oben können wir irgendwas mit dem Strom tun. Ah, wahrscheinlich die fluoreszierende Lampe, da ist auch irgendwas. Eine Blowtorch, ein Schweißbrenner. Da ist eine Leiter. Ich habe eine Leiter. Okay. Wo ist denn hier ein Videorekorder, bitte? Und wo ist hier eine fluoreszierende Lampe? Ich meine, da oben ist... Ja, sehe ich schon, aber... Da ist ein Videorekorder. So, komm. Den Videorekorder kann ich doch sicher hier irgendwie... Ah, den kann ich hier aufstellen. Okay. Und dann mit der Spitzhacke einmal mitten rein. So quer durch den Bildschirm. So, die Leiter. Die Leiter kann ich doch sicher hier aufstellen. Ja, kann ich. Okay, was kann ich da oben tun? Kann ich hier? Nein. Kann ich hier? Nein. Was kann ich denn hier?
Videokabel. Ja, die da. Ach, die muss ich ja hier noch anschließen. Okay. Das ist schon mal angeschlossen. Das ist schon mal nicht schlecht, dass es angeschlossen ist. So, ein Videoband brauchen wir natürlich auch. Natürlich, wir brauchen noch ein Videoband. Wo finden wir ein Videoband? Hier müsste irgendwo noch eine fluoreszierende Lampe rumliegen. Ach, da. Das war die Lampe. So. Items, Lampe. Ah, das wäre der Licht. So. Ein Kassettenband, ein Kassettentape hier. Haben wir ein Kassettentape? Dann schauen wir mal rein, was das Kassettentape hier. Wie? Ja, mach rein hier. Da. Funktioniert nicht. Okay, Nailpuller, Nagelzieher. Nagelzieher. Wie sieht hier ein Nagelzieher aus? Ein Nagelzieher ist so ein Hammer hinten. Ein Zimmermannshammer. Hier ist aber kein Nagelzieher. Ist das ein Nagelzieher? Ist das ein Nagelzieher? Ist das ein Nagelzieher? Ist eine Pfeife ein Nagelzieher? Nein, Pfeife ist auch kein Nagelzieher. Oh. My daddy did this. Hat das Haus abgeflammt. Komm. Ups. Flammenlöscher. Hätte es nicht auch gereicht, einfach das Blatt runterzuziehen? Den Flammenlöscher hätten wir eventuell nochmal brauchen können. Natürlich, jetzt ist der Flammenlöscher leer. Hast du super gemacht. So, jetzt aber. Tape.